Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch heute in diesem Video zeigen, wie ihr so eine tolle Karotte als Häkelapplikation ganz einfach selber nachhäkelt. Alles was ihr dazu braucht, ist einmal eine Häkelnadel in der Stärke 3,5. Dann braucht ihr einmal eine orange Wolle. Ich habe jetzt einfach die benutzt von Schachenmeier Bravo. Einmal diese Orange und ich habe, wie ihr seht, ich habe drei verschiedene grüne Farben benutzt. Und zwar einmal diese hier, das wäre die. Dann habe ich mich entschieden für diese grün, die ist in der Mitte. Und einmal für eine dunklere grün, das ist diese hier. Alle Farben findet ihr natürlich in der Beschreibung. Und jetzt zeige ich euch, wie so eine tolle Karotte funktioniert. Ihr fangt dazu an, und zwar ihr macht einen Fadenring. Wer noch nicht weiß, wie der Fadenring funktioniert, hier oben in der Infobox habe ich euch ein Video verlinkt. Dort könnt ihr gerne mal reinschauen, da ist alles erklärt. Und in diesen Fadenring häkelt ihr jetzt 6 feste Maschen. Also eine feste Masche, die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte und die sechste. So, dann zieht ihr dieses Fadenende einfach mal lang, sodass sich der Kreis schließt. Ihr müsst diesen Faden ganz fest ziehen, weil sonst habt ihr nämlich hier in der Mitte ein großes Loch. Und dieses Loch wollen wir ja geschlossen haben. Also, dann schließt ihr das Ganze hier in dieser ersten Masche mit einer Kettmasche. Also einfach durchstechen. Und das Ganze mit einer Kettmasche schließen. So, die mag nicht. So, dann sieht das Ganze so bei euch aus. Habt ihr euren Kreis. Und jetzt geht's weiter. Und zwar, ihr häkelt 7 Luftmaschen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 Luftmaschen. Und dann stecht ihr hier in dieser ersten Masche ein, in diese hier, und macht einfach eine Kettmasche. Dann in die nächste Masche, in diese hier, macht ihr eine normale feste Masche. In die nächste Masche macht ihr ein halbes Stäbchen, also Faden holen, einstechen, diesen Faden holen und durch alle Schlaufen durchziehen. In die nächste Masche häkelt ihr ein ganz normales Stäbchen. Also Faden holen, durch diese zwei und durch die nächsten zwei durchstechen. In der nächsten Masche macht ihr jetzt ein doppeltes Stäbchen und Faden zweimal um die Nadel rum. Einstechen, Faden holen, die ersten zwei Maschen abmaschen, die nächsten zwei Maschen abmaschen. Und die letzten zwei Maschen abmaschen. Dann in der nächsten Masche wieder zweimal den Faden holen. Einfach einstechen. Faden holen. Die ersten Maschen abmaschen. Die nächsten. Und wieder die nächsten. So, dann geht's weiter. Die Karotte ist fast fertig. Jetzt seht ihr hier, ich zoome das euch jetzt mal weiter ran, dann seht ihr das besser. So, ich glaube, das ist besser. Ihr habt jetzt hier eine Masche und hier eine Masche. Also zwei Maschen. Ihr stecht in diese zweite hier ein. Seht ihr das? In diese zweite hier. Und schließt das Ganze mit einer Kettmasche. So, dann geht's weiter. Jetzt tue ich mal wieder anzoomen und
und zwar in die nächste Masche, die verdoppelt ihr jetzt einfach. Also einfach in die nächste einstechen. Eine Masche, dann nochmal eine Masche, also eine feste Masche. Dann in diese hier auch wieder eine feste Masche. Und nochmal eine feste Masche. Dann in diese hier auch nochmal einstechen und auch nochmal verdoppeln. Also zwei feste Maschen. So, dann sieht das Ganze jetzt so aus. Und in die nächste Masche, also in die letzte, macht ihr einfach eine Kettmasche. Schließt das Ganze einfach mit einer Kettmasche. So, so sieht jetzt eure halbfertige Karotte aus. Ihr nehmt dazu dann noch eine Schere. Schneidet einmal hier unten ab. Zieht die Schlaufe entlang, dass alles zu ist. So, dann nehmt ihr euch eine Nadel, weil ihr müsst diesen Faden jetzt vernähen. So, einmal eine Nadel holen. Wenn der Faden immer gleich durchgehen würde, jetzt alle. So, wie schaut es jetzt da aus? Hier. Ich steche jetzt einfach mal hier ein. So. Und ziehe das Ganze jetzt ein bisschen darüber. Weil dann kann ich nämlich diese zwei Fäden miteinander verknüpfen. Ich mache es jetzt einfach dreimal. Also einmal, zweimal und dreimal. Und dann könnt ihr das einfach abschneiden, weil hinten sieht man es ja gar nicht. Ihr könnt natürlich auch den Faden vernähen. Aber ich verknüpfe es immer und schneide es einfach ab. So sieht es jetzt aus. Eure halbfertige Karotte ist eigentlich ganz einfach gehäkelt. So, und ich entscheide mich jetzt für eine grün. Und zwar, ich nehme einfach mal diese hier. Ich muss jetzt mal schnell abwickeln. So, und dann nehmt ihr einfach eure Karotte so in die Hand. So, dann habt ihr, wenn ihr die Karotte so hält, so, seht ihr das? Ihr habt oben zwei Maschen. Also einmal die und einmal die. Die sind genau in der Mitte. Dann nehmt ihr euch einfach mal diese Masche. Ich habe jetzt, ja, diese ist es. Die hier. Stecht einfach ein. Holt euch den grünen Faden von hinten. Na, der will jetzt an. So, das ist jetzt, glaube ich, nee, das war jetzt bei mir gar nicht die Mitte. Bei mir ist die Mitte hier, glaube ich. Hier ist die erste Masche. Ich muss eins weiter vor, ich habe mich jetzt vertan. Seht ihr das? Ich habe jetzt hier eingestochen. Genau, und das ist jetzt die zweite. Und einfach den grünen Faden holen. Und dann geht's weiter. Und zwar, ihr häkelt jetzt vier Luftmaschen. Also eins, zwei, drei. Und häkelt drei feste Maschen wieder zurück. Zwei und drei. Macht dann in dieser Masche, wo ihr angefangen habt, einfach eine feste Masche. Keine feste Masche, eine Kettmasche. Und zwar hier in diese einfach einstechen. Mit einer Kettmasche schließen. Dann geht's weiter. Und zwar häkelt ihr jetzt fünf Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und häkelt einfach vier feste Maschen zurück. Also eins, zwei, drei. Und 4.
mache dann in der nächsten Masche einfach eine Kettmasche, in die nächste einfach einstechen und mit einer Kettmasche schließen. Dann geht es weiter und zwar häkelt ihr jetzt wieder 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4 und häkelt wieder 3 feste Maschen zurück. Also 2 und 3 und schließt das Ganze in der allergleichen Masche, wo ihr hier angefangen habt, mit einer Kettmasche. So. Dann Faden ein bisschen lang ziehen, einmal hier unten abschneiden, dann wieder eure Nadel holen, so, und den Faden wieder vernähen. Sodele, der mag nicht durch. Vernäht ihr einfach diesen Faden hier hinten. Ich mache jetzt einfach mal bis dahin. Könnt ihr auch wieder einmal verknüpfen. Ich mache jetzt einfach mal 3 Knüpfe wieder rein. Also 1, 2 und 3-mal den Faden ganz einfach wieder abschneiden. So. Und fertig ist eure Karotte. So sieht es jetzt am Ende aus. Und wenn ihr möchtet, ihr könnt natürlich die Karotte in diesen verschiedenen grüne verschiedene Farben nachhäkeln. Ich habe mich jetzt einfach mal für diese Farbe entschieden. Ich finde die ganz süß so. Ihr könnt natürlich auch noch, wenn ihr möchtet, so schwarze Streifen mit rein arbeiten oder ja, je nach Belieben, wie ihr möchtet. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachhäkeln. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich sehr gern über ein Abo freuen. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keines meiner Videos verpasst. Und jetzt wünsche ich euch frohe Ostern!